Vor der Küste Griechenlands sind mindestens 79 Menschen beim Untergang eines Schlepperschiffs ums Leben gekommen. Nach Angaben der griechischen Küstenwache wurden 104 Menschen gerettet und nach Kalamata gebracht. Es war aber nicht ganz klar, wie viele Menschen sich an Bord des Schiffs befanden, als es im Süden der Halbinsel Peloponnes unterging. Das Schlepperschiff war offenbar von Tobruk in Libyen unterwegs nach Italien. Laut griechischen Behörden war das Schiff am Dienstagabend in Seenot geraten, aber der Kapitän hatte jede Hilfe abgelehnt. Wenig später kenterte das Schiff und sank.